Herzlich willkommen zum literarischen Code-Quartett. For those of you who don't speak German or understand German, stay tuned anyway. You're gonna like it. Ja, herzlich willkommen zum zweiten literarischen Code-Quartett. Eigentlich sollte ich jetzt ansagen, dass ihr näher zusammenrücken sollt, aber ich glaube, das ist nicht so realistisch. Also es gibt einen Stream, es wird auch aufgenommen. Ich habe auch schon einen Server gefunden, wo es Aufnahmen gibt. Also jetzt noch nicht von der Sendung natürlich, aber von den anderen. Insofern besteht, glaube ich, Hoffnung, dass keiner irgendwas verpasst. Ja, wer uns noch nicht kennt, wir sitzen nicht ganz in der Reihenfolge, die hier eingeblendet ist. Aber hier ist FX, ich bin Felix, das ist Andreas und da hinten ist Lisa. Wir haben verdammt viele Beispiele diesmal. Das heißt, wir haben versucht, die so zu sortieren, dass wir gegen Ende die vielleicht nicht so prallen haben. Aber wenn es hier tatsächlich Zeitprobleme gibt, wir sind von den nachfolgenden Veranstaltungen eindringlich gebeten worden, rechtzeitig Schluss zu machen. Wir werden dann einfach versuchen, es trotzdem zu schaffen. So, wir werden auf Deutsch kommentieren, aber die meisten Codebeispiele sind aus englischen Quellen, das heißt, wenn dann nochmal ein Kommentar dabei ist, ist der in Englisch. Unsere Titel sind meistens auf Deutsch, aber ich denke, das spricht größtenteils für sich. So, wir haben am Ende der letzten Veranstaltung gesagt, dass wir dieses Jahr einmal Postgres angucken wollen. Wir haben das beschränkt, also genau genommen haben wir aufgehört, als wir das erste Problem gefunden haben. Das ist also ein klassischer Buffer-Overflow in dem SQL-Parser. Wer Lust hat, Postgres ist also nicht so schlimm zu lesen wie MySQL. Das heißt, also wer nicht so einen harten Magen hat, der ist mit Postgres besser bedient. Wir haben diesmal nicht nur Sicherheitsprobleme gebracht, sondern auch andere Probleme und einige Folien, bei denen wir eine Nachricht vermitteln möchten. Und diese Folie zeigt, dass man mit vorzeitiger Abstraktion mindestens genauso viel Ärger machen kann wie mit vorzeitiger Optimierung. Das ist ein Beispiel aus einer Anwendung, wo das Problem war, dass es darum ging, eine Datenstruktur über ein TCP-Protokoll zu bringen und das Problem, also eine strukturierte Datenmenge auf einen Bitstring abzubilden, nennt man also Marshalling, und das haben die gelöst, indem sie auf Bit-Ebene die Integer hintereinander kopiert haben, und dann besteht also auf der Gegenseite das Problem, die Bits da wieder rauszupopeln, und das tut diese Routine. Man sieht also, es gibt ein Startbit, was übergeben wird, es gibt einen Längenbit und einen Längenindex, und implizit ist, dass dass maximal 32 Bit hier übergeben werden. So, was dieser Code tut, ist, dass sie ein C++-Bitset benutzt haben, und Bitset bietet also nicht die Möglichkeit, Bit 3 bis 15 zu holen, sondern man kann die Bits nur einzeln abholen, und der Autor von diesem Stück Code hat also gedacht, es wäre vielleicht effizienter, wenn man die nicht einzeln abholt, sondern wenn man die anderen Bits löscht. Und so löscht er dann erstmal die Bits links einzeln und dann löscht er die Bits rechts einzeln. Und danach shiftet er das Ergebnis, was ja an sich schon mal den Schritt davor überflüssig gemacht hätte, und wandelt den Rest um in einen Long. Und dieser Code hat ungefähr eine Beschleunigung um den Faktor 10.000 erreicht, als man das nochmal neu gemacht hat. Ja, also das können wir nicht immer dazu sagen. Es gibt da so gewisse vertragliche Probleme. Das ist ein Stück Code, das findet man in der freien Wildbahn noch nicht so häufig. Aber wer es mal sieht, sollte zumindest verstanden haben, warum jemand auf die Idee kommt, das so zu formulieren. Und zwar, also was dieser Code tut, ist praktisch eine von einem Foo-Wert abhängige Zuweisung von entweder B oder C. Und wenn man das mit einem If-Statement programmiert, dann entsteht ein abhängiger Sprung im Code, und das ist bei heutigen Prozessoren tödlich. Nicht nur das, es gibt Programmiermodelle, nämlich vektorbasierte Programmierung, wo es gar nicht möglich ist, anhand eines einzelnen Elements irgendeine Entscheidung zu treffen und danach zu springen, sondern man bearbeitet halt immer n Elemente auf einmal. Und in so einem Fall sucht man also Möglichkeiten, so eine Zuweisung zu machen, ohne einen Sprung zu haben. Oder besonders, wenn man, sagen wir mal, ein Schachprogramm implementiert, wo praktisch die Daten nicht vorhersagbar sind von der CPU, dann gibt es tatsächlich massive Performance-Probleme, wenn man da einen Sprung hat. Und deswegen gibt es also die Möglichkeit, das so zu schreiben, wie es da unten steht. Und wer das mal sieht, jetzt wisst ihr warum. Also, herzlich eingeladen, auch so etwas zu sagen. Nächste.
Das sieht vielleicht erstmal wie ein Syntaxfehler aus für Leute, die die C-Spec nicht tatsächlich auswendig kennen. Aber es ist an sich ein sehr elegantes Stück Code. Hier wird nämlich Switch benutzt, um ein Goto zu implementieren. Also, die Problemstellung ist folgende. Wir haben ein Array von Werten und möchten die Werte gern der Reihe nach ausgeben und möchten zwischen den Werten jeweils, sagen wir, ein Komma ausgeben und möchten aber nicht beim ersten Wert ein Komma ausgeben. So, und der normale Weg, den man tun würde, ist, dass man davor ein If hat oder so. Man kann es aber auch so programmieren. Was dieser Code eben tut, ist, dass er guckt, ist die Liste leer? Wenn ja, geht es zu dem Default-Element am Ende. Das ignorieren wir einfach mal für den Rest der Betrachtung. Und wenn das erste Listenelement nicht leer ist, dann geht er zu dem Fall 0 und gibt das erste Element aus, hat aber das Print davor übersprungen. Das heißt, der Code tut eigentlich genau das, was man so haben will, aber das ist eigentlich relativ kompakt im Vergleich zu den Alternativen mit if. Das ist tatsächlich Code aus einem realen Programm, also das ist nicht irgendwie ausgedacht jetzt. Okay. Ganz wundervoll. Ja. Das kann man nur bedingt lesen, das ist uns auch klar. Deswegen werden wir jetzt mal versuchen zu beschreiben, was der Code tut. Ich kann es auch nicht lesen. Also. Wir sind vorbereitet. Können wir vielleicht das Licht in der Front etwas runter dimmen? Ah. Naja, dann erzählen wir es halt einfach mal. Also was ich an diesem Stück, also ich habe mich eher auf die humoristische Seite geschlagen. Ich habe jetzt nicht so einen pädagogischen Anspruch wie der Fefe. Was ich an diesem Code-Stück unterhaltsam fand, war, dass er eine While-Schleife benutzt, so irgendwo in der Mitte, genau. Und die While-Schleife aber nie als While-Schleife fungiert, weil der ganze Schleifenkörper wird auf jeden Fall ausgeführt. Und das letzte Statement sagt dann go to. Das heißt, das kommt nie wieder zurück. Ja, es gibt dann noch ein Go-To, ne? Vielleicht willst du da auch noch zur Stellung nehmen. Ja, das ist mir jetzt so kompliziert. Also ich hatte auch noch einen schönen Graphen gebaut, aber der ist irgendwie verloren gegangen. Na gut. Interesting enough, da ist noch ein Go-To da unten, was dann wieder da hochspringt. Also so ein bisschen Schleife hat er dann doch noch gemacht. Okay, aber im Grunde genommen, dieses While hätte man auch problemlos sich ein If ersetzen können, das Go-To weglassen, richtig? Ja. Und aber da, wo er eine While-Schleife gebraucht hätte, nimmt dann Go-To? Ja, okay. Also wir möchten an der Stelle auch dazu aufrufen, wer Code schreibt und weiß, dass der geauditet wird und meint, da ist also nicht genug Spaß im Code. Es ist durchaus so, dass man sich freut, wenn man sowas findet. Ja, also es ist jetzt vielleicht nicht absichtlich irgendwie den Code völlig unlesbar machen, aber ab und zu mal so ein Idiom, was nicht ganz selbsterklärend ist, das kann auch durchaus auflockernd wirken. Ja, also hier gibt es wieder eine wahre Geschichte dahinter, nämlich als ich mir meinen ersten 64-Bit-PC gekauft habe, habe ich also eine Grafikkarte reingesteckt und x-compiled und gestartet und hatte also sehr merkwürdige Grafikeffekte, wie dass im Browser keine Grafiken angezeigt wurden, sondern nur der Text. Und dann habe ich also die Nvidia-Leute angeschrieben, die den Treiber verbrochen haben, und der schrieb mir zurück, ja, das ist ein known problem und hier ist der Patch. Und wer jetzt vielleicht nicht so in C-Firmen ist, es ist also nicht so, dass Plus eine höhere Priorität hätte als Und. Aber wenn jetzt bei C-Makros jemand als zweites Argument, als Argument B an der Stelle sowas wie A plus 5 übergibt, ja, dann wird die Adresse von A genommen und das 5 wird danach hochgezählt. Also es wird nicht die Adresse von A plus 5 genommen an der Stelle. Und dadurch gab es also einen unaligned PCI-Express-Zugriff und der hat das Problem verursacht. Aber das ist so im Grunde, was in jedem Kapitel über C-Makros praktisch in den ersten drei Sätzen abgehandelt wird, nämlich immer alles Klammern. So ein typischer Fehler. Und hier sieht man halt mal, wie das dann in der Praxis zu Problemen führen kann. Ja, wer schon mal Netzwerkprogrammierung gemacht hat, der kennt vielleicht das Problem mit den Endianness-Konvertierungen.
Und da gibt es zwar Funktionen für, aber dem einen oder anderen sind die vielleicht zu komplex und die Namen sind auch so schwer merkbar. Deswegen haben wir also in einem Stück Code diese wunderbare Endianess-Konvertierung gefunden. Was Endianess-Konvertierung eigentlich tun sollte, ist je nach der Endianess der CPU die Bytes umdrehen. Also man hat in einem Long normalerweise 4 Bytes und die halt einmal umkehren, was eigentlich auch keine schwere Operation ist. Wir haben gleich noch ein Stück Code, wo das auch manuell gemacht wird, weil diese Funktionen in der Library sind nicht so bekannt offenbar. Jedenfalls 0 addieren ist also keine Sache, die die Endianess anfassen würde, um das nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt zu haben. Abgesehen von der falschen Klammerung, ja, das kommt noch dazu. Ja, hier kommen wir wieder zum pädagogischen Ansatz. Offset-off, das ist ein Makro, was laut C-Standard im Lieferumfang von allen C-Compilern enthalten sein soll. Und was es tun soll, ist, dass man einen Struct übergibt und den Namen von einem Member von dieser Struct und dann soll er einem sagen, das Byte-Offset von dem Member innerhalb der Struct. So, und wenn man sich jetzt fragt, wie man selber das implementiert hätte, da wäre wahrscheinlich einmal eine Instanzierung rausgefallen. Man kann es auch so machen. Dieser Code, der nimmt also den Null-Pointer, in diesem Fall also als Null geschrieben, nicht als Null, und sagt, dort ist mein Element, ja, also da ist die Klasse einmal instanziert, referenziert dann das Member, was man angegeben hat, und sagt die Größe davon, also die praktisch das Offset ist, also eine sehr elegante Lösung an sich. Aber nicht so ganz offensichtlich, dass es das tut, was man denken sollte, wenn man das noch nie gesehen hat. Ja, wir haben nicht nur kurze Codebeispiele. Das ist aus dem RealPlayer-Quellcode. Dem eilen ja einige Geschichten vor und hinterher und das ist also eine Sache, die ich also relativ auffallend fand, was dieser Code tut. Es geht darum, dass man auf dem Stack eine variable Länge deklariert, also ein Array. Und das Problem ist, dass man in C zwar Arrays auf dem Stack deklarieren kann, da muss man aber genau wissen, wie groß die sein sollen. Und üblicherweise, das muss eine Compile-Zeit-Konstante sein. Üblicherweise hat man das zwar zur Laufzeit als Konstante, aber nicht zur Compile-Zeit. Das heißt, es gibt für diesen Zweck in C eine Funktion namens alloc_a, aber offenbar haben sich die Real-Leute nicht getraut, die zu benutzen. Das heißt, was dieser Code tut... Ist eine Extension, ist nicht portabel. Ja, aber es implementieren alle C-Compiler. Also es ist richtig, steht nicht im Standard, dass man das haben muss, aber es gibt meines Wissens nicht einen C-Compiler, der es nicht implementiert. Jedenfalls, was dieser Code also tut, ist, dass er zwei Werte für eine Länge übergeben kriegt. Einmal das erste Estimated Biggest Size, das ist also eine Konstante zur Laufzeit, zur Compile-Zeit. Und dahinter len needed, das ist die tatsächliche Länge. Und dann legt er auf dem Stack einen Buffer an der ersten Größe und guckt, ob das groß genug wäre. Und wenn ja, dann nimmt er halt diesen Buffer und ansonsten alloziert er nochmal einen mit malloc neu. Ja, und diese Art von Code ist tatsächlich in Benutzung. Ja, das ist also kein, ich mache mich hier lustig oder so und erfinde irgendwas, das könnt ihr selber googeln oder den Code kann man auschecken, da muss man halt so eine blöde Web, sich einen Account erzeugen, aber das ist tatsächlich da. Darf ich zu dem Define noch was sagen? Also mich hat vor allen Dingen auch die Größe beeindruckt und das erinnerte mich an ein anderes Codebeispiel, was ich nicht so toll fand, dass ich es jetzt hier eingebracht hätte, aber es war auch ein Makro, was sage und schreibe über eine Bildschirmseite auf meinem tollen 1400x1050 Display ging. Und das Schöne daran war, dass sie offensichtlich dachten, das Makro sei schon zu lang, weil sie dann die ganzen Log Acquisition, also irgendwie Logs holen, um auf geteilte Variablen zuzugreifen, mal rausgelassen haben, weil zu langes Makro. Man muss sagen, in dem Fall geht es nicht ohne Makro, denn wenn man eine Inline-Funktion deklariert und in der Inline-Funktion wird dann das Array auf dem Stack angelegt und dann verlässt man die Inline-Funktion wieder, dann ist auch das Array weg. Also das heißt, es geht nicht anders als Makro, aber man hätte es vielleicht etwas... Man hätte es vielleicht bleiben lassen können. Ja, man hätte alloc_a benutzen können. Ja, wunderschön. Wir haben uns gedacht, wir pinkeln mal der Konkurrenz auf die Füße. Das hier ist aus einer das offizielle Statement ist halb veröffentlichten Library. Der Funktionsname gibt ein bisschen Hinweis. Ich weiß nicht, wer von euch den IPv6-Vortrag sieht oder sehen wird. Ich weiß nicht, ob der schon war. Zumindest fand ich es interessant bei der Benutzung des Codes, dass auf einmal ein Variablename bei mir im Syntax-Highlighting eine ungewöhnliche Farbe annahm.
Und dazu ist mir dann einfach wirklich nur noch eine Liedzeile eingefallen, die heißt, nur weil man es nicht besser kennt, ist es noch lange nicht egal. Also Variablen sollten halt nicht wie Keywords heißen, auch wenn man in C programmiert und das vielleicht ein C++-Keyword ist oder so. Also wenn der Editor da eine lustige Farbe draus macht, sucht euch einen anderen Namen aus. Also auch stilistisch dieser Funktionsaufruf THC Create IPv6. Na gut, der Funktionsname geht noch einigermaßen so. Es sind immerhin Vokale drin. Hat man ja auch nicht immer. Und da wird wohl ein IPv6 erzeugt. Na, wahrscheinlich wird ein IPv6-Paket erzeugt. Und aber dann 10 Argumente. Ich muss 10 Argumente hinschreiben, bloß weil ich ein scheiß Paket generieren möchte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, da also, musst du mal LibNet angucken. Da musst du irgendwie 13 Argumente übergeben. Also der Code, schlimmer geht's immer. Es gibt noch eine Sache, immer. Gibt noch eine Sache, die man hier erwähnen sollte. Der Autor. Vielleicht eine Winzigkeit noch, die drei Zeilen ab if kann man natürlich auch weglassen bei genauerer Betrachtung. Ja. Das ist aus echtem Studentencode entnommen, also so richtiger von Studenten und der den Namen auch verdient, die offensichtlich im ersten Semester Java gelernt haben und dann in C++ programmieren mussten. Ja. Also es verbindet alle Nachteile von Java mit den Nachteilen von C++. Also das ist mir per Mail zugegangen. Ich habe es nicht überprüft, ob das tatsächlich stimmt, aber selbst wenn es nicht stimmt, die Geschichte ist einfach zu schön. Also es geht folgendermaßen, wenn man die Locale auf DE setzt, also eingedeutschte Fehlermeldung haben will, dann wird bei Postgres, so heißt es, also nicht nur die Fehlermeldung eingedeutscht, sondern auch die Namen der Spalten in den mitgelieferten Tabellen, in diesem Fall also die Tabelle für Zugriffskontroll. Und das gibt dann, also ist eingedeutscht worden offensichtlich von jemandem, der ISO Umlaute nicht eingeben kann oder will und er hat halt Tech-Umlaute benutzt und das Problem ist, dass das natürlich ein Parse-Error erzeugt in SQL dann. Also vielleicht ist es nur eine Legende, aber es ist eine schöne Legende. And for everyone not speaking German, the title of this slide is especially chosen for people who like extremely long words in German. Es ist nicht überliefert, ob dieser Code mal alle Fälle abgedeckt hat und dann hat man sich gesagt, scheiß auf ANSI. Aber der Kontext sieht nicht so aus. Ja, man sieht, der Code tut nicht ganz, was kommentiert ist. Das ist auch eine Sache, die leider im tatsächlichen Code da draußen durchaus anzutreffen ist. Und daher an dieser Stelle den Aufruf, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr die Zeit haben werdet, die Kommentare zu pflegen, dann kommentiert lieber nicht. Ja, denn schlechte Kommentare sind schlechter als gar keine. Ist einfach so. Völlig richtig. Oder überflüssige Kommentare. Da steht dann über eine Funktion ein oder zweiwörtiger Kommentar, der exakt derselbe Text ist wie der Funktionsname. Ja? Also da hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und sich einen guten Funktionsnamen überlegt. Das steigert die Lesbarkeit ja auch immer ungemein. Und muss dann nochmal dasselbe in den Kommentar daneben schreiben. Und er gibt dann nochmal Name und Typ der Argumente wieder. Ein Klassiker. Diese Funktion bekommt einen Char-Pointer übergeben. Ach. Auch hierzu gibt es eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist folgende. Jemand möchte einen Floating-Point-Wert ausgeben und möchte ihn aber gerundet ausgeben. Und was ich jetzt hier nicht habe, weil der ist ein bisschen größer, der Kontext, der Code funktioniert so, dass er ein Sprint benutzt, um die Floating-Point-Zahl als einen String auszugeben und dann den String rundet. Und also ich bin ja immer für kreative Problemlösung, aber man kann das noch übertreiben. Davon fand ich eigentlich nur der, also häufig sind ja die Kommentare am lustigsten. Und in dem Kommentar fand ich es einfach nur ganz doll niedlich, dass da steht, hopefully the compiler always aligns the first members the same. Jo. Viel Glück. Das kann man wieder nicht lesen, ne? Ja, der amüsante Teil daran war, dass da im
Kommentar vor der Funktion steht, hopefully the compiler always aligns the first members the same. Hoffen wir alle. Also das tut der Compiler im Übrigen, aber um genau diese Art von Sicherstellung zu haben, gibt es in C und C++ Union. Schon seit einer Weile. das ist, warte mal, aus Studentencode, das ist aus Globus, genau diesem Grid Computing Framework. Das ist aber auch erst höchstens 5 Jahre alt, also da gab es Union auch schon, glaube ich. Union gibt es seit, ich glaube, Ende der 70er oder so. So, also man könnte denken, dass wir das aus optischen Gründen gebracht haben, weil der Code keine Leerzeichen hat. Vielleicht an der Stelle die Ansage, Leerzeichen sind nicht giftig. werden auch nicht mitcompiled. Ja. Aber weshalb mir das zugeschickt wurde, ist, weil hier from und to vertauscht sind. Ich weiß, das fällt nicht jedem sofort auf, aber wenn man drauf achtet. Und was für Menschen, die sowas in einem Server finden, halt auch ganz interessant ist, ist irgendwie, was passiert, wenn Count 0 ist, wenn die hier anfangen. Also das ist aus Produktionscode, ja, das ist kein, ich hack mal eben, sondern das ist ein deutsches Portal. Ja, die Namen gibt's nicht, tut uns leid. Aber ihr könnt ja trotzdem uns gern nachher zum Bierchen einladen, also. Ach ja, das fand ich großartig. Normalerweise ist es so, wenn man Sachen reverse-engineert, findet man nicht so viel lustigen Code, weil, naja, man ist schon damit beschäftigt, rauszufinden, was sie eigentlich damit sagen wollten. Und dann ist es auch so, dass die Tools meistens recht kreativ mit dem Code umgehen, so vor allem IDA. Das heißt, als ich das gefunden habe, habe ich ungefähr 6 Mal geguckt, ob es IDA jetzt vermeiert hat mit dem Stack-Tracking. War aber tatsächlich nicht der Fall. Das ist aus RIM-Code, also Blackberry. Dieses Zeug, was diese Blackberries macht. Und was die haben, ist tatsächlich das, was hier als erstes in das Register ESI geladen wird, ist tatsächlich ein Längenfeld aus einem Paket. Und offensichtlich war das jetzt zu doof, an den Anfang von dieser super langen Funktion zu scrollen und da jetzt noch so eine Variable anzulegen. Und da dachte er sich, er nimmt halt irgendwie die Millisekunden aus dem Time-Wire-Struct, was er sowieso mal irgendwann für Select gebraucht hat. Das macht natürlich den Code auch unglaublich gut wartbar, wenn dann mal eine Security Vulnerability drin auftritt und man rauskriegen muss, was er eigentlich tut oder so. Also nicht Variablen reusen, die eigentlich mal einen ganz anderen Sinn hatten, vor allem nicht, wenn es irgendwelche Sachen sind, ja, die damit gar nichts zu tun haben. Also eine Länge hat halt irgendwie in einem Sekundencounter nichts verloren. Wir hatten vorhin das Thema mit Endianness. Hier haben wir so ziemlich eine der e-technikermäßigsten Varianten, dieses zu tun. Erstens ist es einfach ein optisch wunderschöner Code, der, wenn man sieht, dass irgendwie Pointer durch die Gegend addiert werden, blind mit irgendwelchen Größenordnungen dran, und man muss dazu sagen, dieser Pointer P ist tatsächlich ein Pointer, der auf einen Buffer zeigt, dessen Länge in Length getrackt werden soll, und das wird natürlich auch übergeben da oben, und dann nimmt er hier mal so aus dem Sharp-Pointer halt so ein Ding raus und packt das mal da in die Länge und spielt dann damit mal rum. Also wenn das größer 0 ist, dann wird das da drauf addiert. Dann steht hier align to an even boundary und es aligned genau immer garantiert zu uneven. weil man leider das mit diesem logischen und bitweise und so ein bisschen verwechselt hat und das hat alles nicht so ganz geklappt. Und die hässlichste Variante tatsächlich, Sachen Endianness zu konvertieren, ist so die Characterweise durch die Gegend zu shiften und dann wieder aneinander zu kleben. Ist insgesamt total großartiger Code. Und generell, wenn ihr Code schreibt, der eine Länge übergeben kriegt, das ist eigentlich gewöhnlich keine schlaue Idee, das dann erstmal zu überschreiben in der Funktion. Nur so als. Ich weiß das besser. Das kann man jetzt aber lesen, oder? Ja. Das ist schön. Wir hatten ja vorhin sinnlose Kommentare, also überflüssige Kommentare. Und man lese mal Char-Pointer Error String gleich 0 und in der nächsten Zeile Sprintf Error String. Und dann den Kommentar darüber XXX antestet.
Ach, was. Gleich weiter. Ja. Ist auch deiner. Ja. Das ist auch wieder aus Studentencode. Und das mit dem Java in C++ hatten wir ja vorhin schon. Schön ist aber, dass man unten sieht, Free Error String und zwei Zeilen drunter Delete Error String. Und es ist der falsche Delete. Auch das noch. Ja, wir wissen alle. Also ich meine, Delete, ne, ist ja, gibt auch den Speicherfreunden, was bei einem Double Free passiert. Weiß keiner, weil undeterministisch. Naja, doch. Geht ja. Na, nicht notwendig. Also manchmal kann man es halt benutzen, manchmal nicht. Aber gut ist es auf keinen Fall. Und dazu gibt es noch einen schönen Kommentar. Ich habe nämlich, das ist wie gesagt auch Studentencode von Kommilitonen, die jetzt nicht namentlich genannt werden. Ich nenne sie mal Klaus und Franz. Und Franz war der Projektverantwortliche und dem habe ich eine Mail geschrieben, als ich den Code gesehen habe und ihn gefragt, ob das dann da so soll und so und ob sie sich sicher sind. Und Franz sagte dann, ja, also das Free ist von Klaus und das Delete habe ich noch dazu geschrieben, weil ich finde die... Aber der Nachsatz war auch schön, er sagte, weil er findet Delete irgendwie schicker. Ja, hier ist mir einfach, es hat tatsächlich auch eine Hintergrundgeschichte. Einer meiner lieben Mitphenoeliten hatte ein Problem mit seinem S-Arter-Geraffel. Und weil es ja Lied ist, hat man ja Linux. Und das lief halt ums Verrecken nicht. Und früher oder später ist dann tatsächlich mal ein Blick in die Sourcen erlaubt. Und es gibt ja verschiedene Arten, Sourcen zu lesen. Aber so bei Treiber-Issues oder sowas, wenn das Ding nicht lädt, beziehungsweise in dem Fall einfach den Kernel freest, schaut man schon mal in die Init-Funktion und guckt mal, was macht denn der, wenn der eigentlich geladen wird. Und wenn die Init-Funktion mit, ich zitiere, den Sachen anfängt, to do, figure out why we do this. Und das nächste, was sie tut, ist ganz übel in ziemlich kritischen Speicherbereichen im Kernel-Space rumzupinseln. Dann fällt mir einfach nur noch ein Linux in die Rechenzentren. Also das wird uns retten. Also es gibt ja für diese Praxis tatsächlich einen Namen, das heißt Cargo Cult Programming. Und ist benannt nach den sogenannten Cargo Cults, und zwar auf den ganz abgelegenen südpazifischen Inseln, wo sich also eigentlich bloß Leute rumgetrieben haben, die nicht so viel Zivilisation hatten davor. Dann war plötzlich dieser Krieg und dann irgendwie kamen Leute, die haben so Landebahnen gebaut und dann landeten da die silbernen Vögel und die brachten die interessanten Güter und irgendwann war die wieder weg, weil der Krieg vorbei war. Dann haben sie halt angefangen, so aus Stroh Landebahnen zu bauen und irgendwie so Leuchtfeuer zu errichten, in der Hoffnung, irgendwann würden die großen silbernen Vögel wiederkommen. Haben sich gewundert, weil sie haben es ja genauso gemacht wie die anderen, aber die Vögel sind nicht gekommen. Und das ist Cargo Cult Programming. Ja, aus demselben Treiber musste ich tatsächlich gleich noch ein Beispiel rausklammern, weil das einfach zu schön ist. Also ich meine, wenn man so mit, es geht um S-Arter, also da, wie die Daten auf die Platte kommen. Und wir wissen alle, dass wir unsere Daten eigentlich doch ganz sehr zu schätzen mögen. Und wenn dann so Sachen passieren wie Software-Reset auf dem Controller und der Entwickler halt keine Lust hatte rauszufinden, wie das mit dem Flaschen der Daten aus den ganzen Queues und Caches und was wir sonst noch so haben geht und dann halt einfach mal so ein U-Delay beliebige Zeiteinheit macht, so entweder die Daten haben es geschafft oder der Typ hat sich einfach zu beschissene Platten gekauft. Wobei, da muss man ja dazu sagen. Hä? Ja. Ich glaube 2.6.18. Ich kann gucken, was hier drauf ist. Das würde mich wundern. Aber gibt's noch nicht. Man muss ja immerhin anerkennen, dass er es geschafft hat, da einen Fix-Me daneben zu schreiben. Ja? Also auch eine große Bitte, wenn ihr Scheiße baut in eurem Code, dann schreibt es wenigstens daneben. Es gibt Situationen, da hat man einfach mal gerade keinen Bock, irgendwas zum Funktionieren zu bringen, weil man ein anderes Problem lösen muss. Und muss dann mal schnell so ein bisschen Bauschaum und Gaffertape und Heißklebebinder drum.
Und dann bitte dran schreiben. Möglichst, also mindestens ein Fix-Me und was die richtige Lösung wäre oder vielleicht auch noch eine längere Erklärung, wenn man die Zeit hat, warum man das gerade tut und wie scheiße das Leben gerade ist. Moment, das ist ein Kernel, downloaded von kernel.org. Das Ding sollte einfach nicht compilen, wenn er sich nicht sicher ist, dass es funktioniert. Ja, releasen sollte man sowas nicht. Also ich meine, ich habe das nicht irgendwie von dem Entwickler geklaut. Das ist... Nein, bei Open Ihr kennt das Gerücht mit Linus Torvalds liest den ganzen Kernel, ne? Gut. Sollen wir übergeben für die Predigt an Herrn Burg? Ich würde gerne das Terminal ansprechen, dass ich die Folie dabei habe. Ja, mach das. Ich nehme mein Bier mit. Ja, dafür habe ich es. Also, wir hatten nach der Veranstaltung im letzten Jahr auch Anfragen, sowas wie, sagt mal, habt ihr wirklich keinen schönen Code gesehen da draußen? Und das ist natürlich nahegegangen und wir haben uns mit dem Code da draußen beschäftigt und unglaubliche Opfer erbracht und Schmerzen über uns ergehen lassen und viel durchsucht. Und ich habe mir gedacht, ich fasse mir mal ein Herz und möchte eine Kritik eines ganzen Werkes bringen, nicht nur irgendwie eine einzelne Codestelle. In dem Fall ein Tool namens Scapy, sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, ist in Python geschrieben, dient dazu, Netzwerkpakete so, naja, auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen und damit lustige Dinge zu implementieren, wie was man halt so braucht, Portscanner, Traceroutes, Man-Middle-Attacks, Exploits und so weiter und so fort. Und es gibt einiges an diesem Code auszusetzen, also es ist nicht perfekt, aber immerhin hat er sich an einigen Punkten Mühe gegeben und bestimmte Sachen einfach begriffen. Das hier ist so eine Paketdefinition, wie man sie in Scapy hinschreibt. Also es ist Python-Code und das ist eine Klassendefinition, da passiert nicht viel. Da sagt er irgendwie, es gibt so ein HSRP-Paket und da sind Fields drin, verschiedene Typen von Fields, die haben alle einen Namen. Es fällt auf, dass ich genau einmal hinschreiben muss, dass es ein Feld namens Opcode gibt und dass ich da einmal hinschreibe, dass es da irgendwie verschiedene Werte für geben kann und dass es als Byte encoded ist. Und den Rest kann das Ding ja berechnen. Es weiß, wie groß so ein Byte ist, das heißt, es kennt den Offset in dem Paket und so weiter und so fort. Und was Scapy halt tut, ist, die ganze tolle Magie, die man braucht, um mit Paketen zu arbeiten, daraus zu generieren. Und also zum Beispiel, dass man, wenn man so ein Paket dann hat, paket.opcode schreiben kann und dann auf den Opcode zugreift. Oder dass man sich sagen lassen kann, sag mir mal in so einem Paket, an welcher Stelle steht denn der Opcode. Oder erzeug mir mal ein Paket und schreib da mal ein Default Value rein. Das fällt hier auch auf, alle Fields haben Default Values. Das ist der zweite Wert, der steht. Und man kann sowas auch anders machen. Ich habe mal angeguckt, wie andere teilweise schon sehr weit benutzte Software das tut. Etherreal kennt sicherlich der eine oder andere. Wenn man da so vor der undankbaren Aufgabe steht, man muss HSRP implementieren, um das analysieren zu können, muss man ein bisschen öfter Opcode hinschreiben. Man muss auch ein bisschen öfter Byte hinschreiben. Und Hello muss man auch ganz schön oft hinschreiben. Wir gucken uns das mal zusammen an. Also, ich spare mir die gesamte Paketdefinition, das wären über 1000 Zeilen gewesen, das wollte ich auch doch nicht zumuten. Ich konzentriere mich auf dieses einzelne Field Opcode. Da gibt es erstmal eine globale Variable. Okay, es gibt eine Struktur, wo der Opcode drinstehen kann. Dann gibt es Defines für die einzelnen Werte, die der Opcode annehmen kann. Und also man gucke alleine bei diesem Stück Code, wie oft der Opcode steht und wie oft man das tippen muss. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Besseres zu tun, als die ganze Zeit dasselbe zu tippen. Ich muss Probleme lösen, muss irgendwas fertig werden mit meinem Programm. Es geht weiter, dann muss man das noch ein paar Mal hinschreiben an der Stelle, wo es aus dem Paket rausgeholt wird. Dann muss man es noch mal hinschreiben an der Stelle, wo das Element in die GUI getan wird. Man muss dann noch irgendwie für den Code, mit dem die Filter implementiert werden, sagen, dass es dieses Field gibt und irgendwie man muss dann nochmal dazu sagen, ja, es ist ein UINT8, ist übrigens ein Opcode und kann die Werte eines Opcodes annehmen. Und also ich bin auf 21 Erwähnungen des Wortes Opcode gekommen. Dreimal wurden die Namen von spezifischen Opcodes, also Active oder Hello, hingeschrieben. Sechsmal der Typ des Opcodes und also auch mit vier verschiedenen Namen. Also es ist mal ein Byte, mal ist es ein UINT8, mal ist es ein GUINT8, mal ist es ein Byte-Type. Und an drei verschiedenen Stellen wird nochmal explizit hingeschrieben, wie groß das ist. Und unter anderem an einer Stelle, wo geparst wird, müssen wir nochmal zurückscrollen,
ganz unten, da wird also das eine unsigned integer gelesen und dann wird der Offset um eins hochgezählt. Also da steht implizit nochmal drin, dass ein Byte groß ist. Weiß der Computer das nicht? Warum muss ich ihm das sagen? Und jedes Mal neu, für jedes einzelne dieser Felder muss ich das hinschreiben. Aber schlimmer geht immer. Yersinia ist einerseits ein sehr hübsches Tool, weil es viele Attacken auf Layer 2 auf Ethernet implementiert, mit denen man schon immer mal rumspielen wollte. Ein bisschen unschön ist, nicht dass alle, die man nicht alle klicken kann. Alle, die man anklicken kann, genau. Nee, nicht alle, die man anklicken kann. Ich erwähnte vorhin, dass bei einer Angriffsgeschichte zwar irgendwie ganz viel Code geklaut wurde, auch falsch geklaut, aber man leider das mit dem Send vergessen hat. Ja, kommt halt vor. Also es wäre theoretisch ganz nett, wenn es funktionieren würde und an einigen Stellen funktioniert es sicherlich auch. Man muss diesem Stück Code zugute halten, dass die Autoren auf ihrer Seite geschrieben haben, wir sind keine Programmierer, wir können nicht programmieren, wir haben davon gar keine Ahnung, also sie räumen es zumindest ein. Es bietet sich also förmlich an, das als Superuser auszuführen. Was man im Übrigen muss. Das sieht dann teilweise sehr ähnlich aus. Also ich glaube, auf die konkreten Funktionen muss ich hier nicht eingehen. Es gibt also wieder diese verschiedenen Typen für die verschiedenen Opcodes. Es gibt da dieses Position Field. Das ist sehr lustig, weil da steht 3,13,20,2,0,0. Das hat sich mir beim näherem Nachdenken nicht erschlossen, was es mir sagen möchte. Und ich hatte dann auch keine Lust mehr, noch die Struct anzugucken. Eigentlich so ein, das ist das zweite Byte in dem Paket. Es ist immer das zweite Byte. Es ist immer ein Byte groß. Also was ist 3.13.20.2.0.0? Die Farbe. Die Farbe. Wir haben einen Hinweis. Würde ich nicht ausschließen. Also es ist ein GTK-Tool. Also nee, Quatsch. Nee, es ist N-Curses. Es ist N-Curses, aber es macht bunt, in der Tat. Ja, genau. Und, es macht bunt, ja. Das, ja, eine Verletzung von Abstraction Layers ist etwas, was einem immer gerne auf die Füße fällt, wenn man Code anguckt, weil plötzlich, wenn die Funktion groß und unübersichtlich, man hat die Sachen nicht mehr getrennt, Farbe ist völlig logisch, warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Und es entsteht Cargo Cult auf die Art, ja, dass irgendwelche Sachen, das lösche ich lieber nicht, wer weiß, vielleicht tut's was. Okay, also hier haben wir... Hier haben wir eine Struct HSRP Printable. Ich kann bloß raten, dass es sich dabei um die decodete Variante des Packets handelt. Also was diese Tools machen, ist eigentlich immer wieder dasselbe. Da kommt halt so ein Frame rein und es wird halt auseinandergedröselt und in irgendeine Sorte Struktur reingetan. Oder man hat halt irgendwie die andere Seite, man hat irgendein Interface, wo man sich seine Struktur zusammenbastelt und dann sagt, render da mal bitte ein Paket raus und schiebt das raus. Also da muss man nochmal Opcode hinschreiben. Beim Senden des Paketes muss man nochmal hinschreiben, dass man jetzt den Opcode hinschreiben will. Auch hier wieder irgendwie, man achte auf das AUX++, auf die implizite Ansage, dass ein Byte groß ist. Und das geht weiter. Load Values. Nimmt halt die Daten aus dem Paket, das dann mal auf dem PCAP-Interface angekommen ist und schiebt sie in die eben definierte Struktur rein. Muss ich da unten schon wieder HSRP Opcode schreiben. Der Stelle weiß ich implizit den Offset von diesem Opcode, also kann da einen Punkt plus 1 hinschreiben, weil weiß ich halt. Aber bemerkenswert ist wirklich, sind die Zahlen da drüber. Und diese Funktion HSRP Load Values hat ja ganz offensichtlich die Aufgabe, aus einem HSRP-Paket ein Value rauszuladen. Und trotzdem wird da ein Pickup Data übergeben. Und dann ist da dieser Funktionsprolog, der erstmal mühselig weiß, wie groß so ein Ethernet-Frame ist und da durchläuft, um das IP-Frame noch überspringt und irgendwie auch weiß, wo denn in so einem IP-Header die Länge und in einem UDP-Header die Länge drinsteht und dass man das mit 4 multiplizieren muss. Schreibt man da halt alles nochmal hin, jedes Mal. Also die implementieren ja nicht nur HSRP. Das steht da bestimmt 20 oder 30 Mal. Und das ist für mich echt ein Zeichen von schlechtem Code, schlechter Abstraktion. Das muss das Ding nicht wissen. Wenn es mit HSRP-Paketen zu tun hat, soll es die übergeben bekommen. Und da muss dann Magie sein, die dafür sorgt, dass ich das in der Hand habe. Und nicht jedes Mal von Anfang an so ein PK-Paket ausgeben. Andreas, Sekunde, geh mal zurück. Ja. Mir ist da gerade was Schönes aufgefallen. Für Leute, die gerne Code auditieren, um das Gegenstück dazu zu bringen, irgendwie Dr. Watsons zu werfen oder sowas. Das ist ein klassischer Fall. Hier hat man ein IP-Paket genommen, ist mir tatsächlich gerade aufgefallen, und sagt dann, das UDP-Paket fängt eigentlich da an, wo das IP-Paket plus magische Tralala-Länge von ETH-Header
plus bla 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 und 0xFA, so nimmt die Headerlänge, weil das irgendwie DWORTS ist, ist mal 4 und da zeigt jetzt der Pointer UDP-Data hin. Das heißt, was immer ihr in das Paket reingeschrieben habt, die unteren 4 Bit mal 4, da zeigt jetzt der neue Pointer hin und ab da fängt er an UDP zu parsen, was nicht zwingend euer Paket sein muss. Wir sollten zur Entlastung des Autoren erwähnen, dass diese Art von Code plus libnet ETHH, das ist direkt Cut und Paste aus der Dokumentation von PCAP. Das und entlastet ihn nicht, wer mit Cut und Paste muss aber gesagt, gehört, geschlagen, ja? Das muss man deswegen dazu sagen, weil die Leute ja zugeben, nicht programmieren zu können. Und ja, wenn ja, die Dokumentation, nach der man vorgeht, schon scheiße ist, dann also kann halt auch nichts rauskommen. Die sind entschuldigt, aber wenn sich jemand hinstellt und behauptet, programmieren zu können und dann sowas abliefert, also nee. Vor allem, selbst wenn es Cut und Paste ist, da steht dann vielleicht 20 Mal dasselbe und an einer Stelle ist mal was anders. Das findet man nie. Aber es geht weiter. Man muss da irgendwie nochmal Opcode hinschreiben. Und zum Printen. Der Code kommt euch vielleicht minimal bekannt vor an dieser Stelle. Das sieht auch echt aus wie Cisco. Irgendwie dieselben Parsing-Strukturen für jede Funktion nochmal. Und also bemerkenswert ist auch hier die Verwendung von snprintf. Also wer ein bisschen aufgepasst hat, hat ja gelernt, sprintf ist böse. Was nimmt man also snprintf? Da kann man eine Länge übergeben, die Länge des Buffers. Die steht da aber nicht, da steht 3. Wunderbar. Es geht weiter. Den Kommentar fand ich sehr lustig. Also erstmal ist es Gold, dass überhaupt ein Kommentar da ist, der ungefähr eine Herleitung ermöglicht, wie es zu dieser 17 kommt. Ne? Mhm. Aber ich muss erwähnen, also es ist jetzt nicht offensichtlich, weil ich irgendwie Teile der Funktion rausgeschnitten habe, der verwendet nirgendwo 17, da steht nicht 17. Okay, ich nehme das zurück. Okay, und es geht so weiter und so weiter und so weiter. Also irgendwann gibt er halt aus, irgendwie die Usage des Command-Line-Arguments, wo man auch einen Opcode übergeben kann, dann muss er natürlich noch zweimal Opcode hinschreiben. Der ist auch gleich fertig. Und im Parser nochmal für die Argumente. Und also ich bin auf 35 Erwähnungen des Wortes Opcode gekommen. 7 verschiedene Stellen, an denen der Typ eines Opcode-Fields in einem HSRP-Paket erwähnt wird, mit insgesamt 3 verschiedenen Typ-Specifiern. An einer Stelle wird es als Void-Pointer durch die Gegend gereicht. Und an wie vielen Stellen in diesem Code implizit Annahmen über den Offset oder die Länge dieses Feldes getroffen werden, also ich vermag keine Abschätzungen zu geben. Viel. Und deswegen ist es eine unglaubliche Erleichterung, wenn man ein Tool hat, wo man einfach sagt, irgendwie, pass auf, das ist ein Paket, da ist ein Byte, das ist ein Opcode, und wenn es 0 ist, ist es ein Hello-Paket. Und dann fertig ist und eigentlich automatisch alles für einen tut. Und für sowas braucht man Datenstrukturen. Und in Scapy, na, es ist eigentlich relativ naheliegend, dass es sowas wie Fields gibt, also Elemente in einem Paket. Und dann gibt es Pakete, die aus mehreren Fields bestehen. Das kriegen wir nachher nochmal später. Dieser Code sorgt relativ elegant dafür, dass man erstmal eine ganze Menge Felder geschenkt bekommt, wo man nicht so viel für programmieren muss, weil man muss ja irgendwie einen Rattenschwanz an Dingen schreiben, so irgendwie Bytes, dann gibt es irgendwie 16-Bit Little Endian Unsigned Integers und 32-Bit Big Endian Signed Integers und nullterminierte Strings und Pascal Strings und man programmiert sich also den Wolf, Hexzahlen, die irgendwo drinstehen. Und was er hier tut, ist einfach Pack und Unpack zu verwenden. Das kann man ja kennen, die meisten Leute aus Perl. Man tut da also den String rein, mit dem man packen und unpacken kann, das Field, was man definieren will. Das ist erstmal als Default-Funktion da drin und kann dann später nämlich einfach sagen, irgendwie, wir haben ein Byte-Field und das ist ein Field und dann nimmst du mal irgendwie das Pattern für Pack B. Andreas, kannst du mal einen Slide zurückgehen? Ja. Dein Mitvortragender FX hat eine Frage. Das ist, mag zwar hübscher Code sein, ob man jetzt Python mag oder nicht, aber dieses Add gleich kleiner, größer Ausrufezeichen meint exakt was? Selbstdokumentierender offensichtlicher Code. Na, besonders mit dem Ausrufungszeichen davor, was man hinter dem L sieht. Also ich denke, man kann es sich erschließen, auch wenn man nicht so besonders gut Python spricht. Wenn halt FMT das erste Zeichen in der darauffolgenden Liste von Zeichen vorkommt, also wenn dieses FMT mit Add gleich kleiner, größer oder Ausrufungszeichen anfängt, dann wird das halt direkt im Slot gespeichert. Ansonsten macht er dann noch ein Ausrufezeichen davor. Das meint das. Weißt du zufällig, wofür das gut ist? Nee.
Gut. Also, ich bin leider nicht in der glücklichen Situation, dass ich euch Code präsentieren kann, wo ich vor Rührung und Wonne auf der Bühne zerschmelze, weil es mein Herz so ergriffen hat, wie schön das da hingeschrieben ist. So manche Sachen sind auch da unschön, aber wenigstens hat der Mann schon mal angefangen, über Abstraktionen nachzudenken und wenigstens macht er sich die Arbeit leicht und schreibt nicht 20 oder 40 Zeilen dasselbe. Okay. Danke. Okay, also das war für die Formatbeschreibung für Pack und Unpack. Okay, war der aber ich denke, eins ist klar, der hat hier irgendwie echt wenig Code geschrieben und man kann irgendwie mit mal eben hinschreiben eine ganze Menge Sachen implementieren. Was mich gestört hat, ist, ich habe da unten mal die Funktionsnamen aufgeschrieben, die auf so einem Field definiert sind, I2M, M2I, H2I, I2H, Any2I und I2Repre. Also offensichtlich unterscheidet er verschiedene Arten von internen, externen Repräsentationen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht verstanden. Egal, weiter. Wie man sich noch Arbeit leicht machen kann, Higher Order Functions, wir verwandeln mal eben eine MAC-Adresse in einen String zur Ausgabe oder einen String in eine MAC-Adresse. Muss man jetzt nicht im Detail verstehen. Ich finde es bloß sehr schön, dass man es in einer Zeile einfach hinschreiben kann. Man kann es auch wie in Yersinia machen. Das steht wohl bemerkt an jeder einzelnen Stelle, wo Sie eine MAC-Adresse ausgeben wollen, ja? Okay, so, komplizierteres Feld, so eine MAC-Adresse, da sind dann einige von den Transformationen definiert, die die Funktionen von eben aufrufen, noch okay. Dann wird es seltsam, dann tut er das da. Und an der Stelle finde ich die Abstraktion noch nicht gut genug, weil da gibt es jetzt ein Destination-MAC-Field, das ist also ein MAC-Field, das von sich irgendwie weiß, dass es in bestimmten Pakettypen drinsteckt. Das kann also zum Beispiel in einem IPv6 oder einem IP oder einem ARP-Paket drin vorkommen. Und dann passieren irgendwelche komischen Sachen mit getMacByIP, was wahrscheinlich irgendwie das Nachgucken im ARP-Cache ist. Neighborhood Solicitation heißt das bei IPv6, ne? Also, wo er halt den Neighbor herkriegt und also plötzlich eine ganze Menge Ebenen miteinander verwoben werden. Also erstens kommen da Pakete ins Spiel, die wir ja noch gar nicht definiert hatten in den Fields. Dann kommen Protokolle ins Spiel, da wird tatsächlich ARP gesprochen und eigentlich will man das an der Stelle vielleicht noch gar nicht haben, wenn man so ein Paket zusammensetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass es da Situationen gibt, wo man aus Versehen was triggert, was man gar nicht triggern möchte, wenn man das benutzt. Außerdem heißt es jedes Mal, wenn man ein anderes Paket hat, wo man so ein Destination-MAC-Field reinpacken will, fängt man wieder an der Stelle in dem Code rumzufummeln. Also auch etwas, was mir nicht gefallen hat beim Lesen. Das da, fand ich sehr schönen Code, also eine Stelle, die mir gefallen hat, weil man kann ARP in einem Slide implementieren. Es gibt halt einen Cache, wenn es in einem Cache nicht drin ist, schick ein Paket raus, also die entscheidende Zeile ist die mit dem Rest gleich SAP1. Auch etwas, was mich auf jeden Fall noch anmerken muss, die Syntax und Pakete hinzuschreiben ist sehr schön. Also man sagt Ether, dann kriegt man ein Ethernet-Paket, übergibt dann die Felder, wo man nicht die Default-Values für haben möchte, dann ein Slash und dann das Paket, was da als Payload drin hängt. Schickt man raus, fertig. Das Paket selber, dazu fällt mir bloß eins ein, the API from hell. Da muss man noch ein bisschen aufräumen. Aber dieses Packet kann dann generisch die Getter und die Setter erzeugen. Also das funktioniert bei Python halt so, man hat da dieses underscore underscore get und bekommt dann gesagt, was der User hinter dem Punkt geschrieben hat von dem Paket. Und das ist der Punkt, wo man auch sagen muss, Scapy hat sicherlich seine Verwendung, aber High-Performance-Code kann man damit so nicht schreiben, weil er guckt eigentlich jedes Mal, wenn man so eine MAC-Adresse aus dem Paket rausholen will, guckt er in der Hash-Table nach, um den Offset für die MAC-Adresse zu finden. Und wenn man damit halt eine Bridge implementieren will und sich vorstellt, man möchte da ein Gigabit durch die Gegend schaufeln, geht halt einfach nicht. Aber dafür wurde es nicht geschrieben. Man kann dann die Pakete bauen, man kann die Pakete ausgeben. Das läuft alles darüber, man läuft über die Fieldliste drüber. Man bekommt eigentlich all das geschenkt, indem man einmal das Paket hingeschrieben hat und muss nicht irgendwie diesen ganzen Code per Copy und Paste jedes Mal alles selber rein.
intelligent drüber nachgedacht, wie man verschiedene Elemente miteinander verknüpfen kann. Also dieses Layer-Bond heißt halt, wenn irgendwie in einem Ethernet-Paket ein LLC-Frame drin ist, ist halt der Type 007a. Offensichtlich, schöner Code, leicht wartbar, verständlich. Ja, und dann kann man dann Pakete erzeugen, verschicken. Nochmal die Syntax, um Pakete zu verschicken. Das hat für mich eigentlich schon fast lyrische Qualitäten, weil halt das, was da passiert, auf den Punkt gebracht ist. Ich muss einfach nicht viele Worte machen, um den Effekt zu erzeugen, den ich haben will, und bin damit in der Lage, meine Ideen sehr, sehr schnell hinzuschreiben. Und das hat mir gefallen. Da habe ich gesagt, das ist schöner Code. Und das hier war auf jeden Fall mein Lieblingsstückchen Code, weil da gibt es dieses große Framework zum Pakete verschicken und analysieren, und dann kann man ja auf den Gedanken kommen, man möchte einen Fuzzer implementieren. Und das da ist einfach der generische Fuzzer. Fertig, mehr braucht man nicht. Der läuft über die Felder drüber, generiert Random Values rein und die Syntax ändert sich ein bisschen, man ruft halt die Funktion Fuzz auf und fertig ist der NTP-Fuzzer in einer Zeile. Ja. Womit? Mit die. Ja, man kann auch IKE damit fassen, man kann eine ganze Menge Protokolle damit fassen. Also es reicht halt aus, einmal so die 10 Zeilen von der Paketdefinition hinzuschreiben, man hat einen Fuzzer für das Protokoll, also fast, man muss vielleicht noch eine Zeile oder andere dazu schreiben. Aber das finde ich schön, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. So, und damit bin ich am Ende meines kleinen Einschubs zum Thema tiefschürfende Betrachtung von Code und übergebe wieder an die heitere Zitate-Fraktion. Ich kann schon mal erzählen. Ja, das kommt auch aus dem Realplayer. Also man sieht, dass hier ein statischer Buffer genommen wird und da wird eine internationalisierte Nachricht reingeschrieben. Das heißt, es funktioniert dann in den meisten Sprachen, aber in irgendeiner dann vielleicht auch mal nicht. Im Übrigen sieht man, dass hier Format Strings praktisch aus dieser Message Table rauskommen. Also das ist alles andere als schön. So macht man es nicht. Ja, also ich nehme ja besonders gerne so Codestücke aus Code, den man für besonders wohl geauditet hält. So landeinwärts, landauswärts. Und OpenSSL gehört ja sicher dazu. Nachdem wir letztes Mal GNU-TLS hatten, dann muss diesmal auch was von OpenSSL sein. Das ist der Cypher Feedback Mode von IIS. Und man sieht also, der kriegt auch ganz viele Argumente, die vielleicht nicht alle unbedingt notwendig erscheinen. Eins davon ist NUM. Ja, das haben wir hier fett gedruckt. Wenn ihr mal verfolgt, wo NUM benutzt wird in dem Code, fällt auf, es gibt da zwei Asserts, aber so die eigentliche Funktionalität benutzt NUM gar nicht. Also was mir beim Betrachten dieser Codezeilen auch auffällt, ist, dass extrem häufig in C einen Char-Pointer und eine Länge übergeben wird. Und irgendwie, also das ist doch, das muss einem auf die Füße fallen, früher oder später. Aber selbst in C kann man eine dämliche Struktur machen, wo ein Char-Pointer und eine Länge drin ist und die durch die Gegend reichen. Und es ist echt nicht zu viel verlangt. Naja, ich finde, was eigentlich auch ganz interessant bei diesem Code ist, an Assert-Statement sieht man eigentlich immer ganz schön, was der Programmierer eigentlich wollte. Und hier in dem Code sieht man, also wir müssen unbedingt sicherstellen, dass In-Out-Key, Evac und Num anständige Pointer sind. Und wir müssen unbedingt sicherstellen, dass in Num nicht 0 drin steht, weil wir verwenden es dann nicht mehr. Also dann ist wirklich interessant, wo welcher Entwickler übergeben hat oder ob er vielleicht einfach an der Stelle Mittagessen gegangen ist und danach wiedergekommen oder sowas. Also das ist übrigens klassischer Cut-and-Paste-Code eben gewesen. Ja, also es gibt halt bei OpenSSL Function-Pointer auf bestimmte Interfaces, die dann eben ein NUM übergeben kriegen und so kommt das. Aber ich meine, es gibt für die meisten Sachen gibt es ja ganz rationale Erklärungen, nur die sind halt nicht offensichtlich. Das war wieder aus Produktionscode. Ich weiß auch nicht genau, was die Funktion tut, aber dieses Array ist mir aufgefallen mit den Konstanten. Das sind nämlich genau 1, die Zweierpotenzen. Ja. Also kurz gesagt, wenn ich dieses Array nehme und dann den enden Eintrag daraus, dann hätte ich auch einfach 1 Shift Left End machen können. Das ist genau nicht effizienter, weil das nämlich einen Speicherzugriff beinhaltet. Das ist ein Takt und Shiften ist kostenlos auf heutigen CPUs. Hat er recht. Also das ist auch auf Wex nicht schneller übrigens. Machen wir weiter.
Ja, also es gibt ja häufig moderne Begriffe aus der IT-Technik, die nicht unbedingt klar sind, was sie bedeuten. Multicast hat vielleicht der ein oder andere gehört. Hier habe ich meine schöne Erklärung gefunden. Es gibt bestimmt auch hier eine rationale Erklärung, aber... Oh, der braucht aber länger mit dem Multicast. Ja, aber er ist umso schöner. Ja, okay. Wir freuen uns ja auch immer, wenn wir neue Trends beobachten können. Also neben Multicasting gibt es jetzt auch den Trend der impliziten Garbage Collection. Wir sehen diese Funktion, die heißt ja sehr eindeutig, nämlich Memfree All Pages, und er tut dann nichts. Ist aber immerhin geinlined. Aber es ist geinlined, aus Performancegründen. Oh ja. Ich habe vor einer Weile mal gedacht, oh, ich brauche mal einen Disassembler. Ah, es ist ja alles Open Source und total cool, also irgendwie Disassembler-Sourcen mal irgendwie googeln. Und bin dann auf so ein paar Sachen gestoßen und dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Also ich muss dazu sagen, ich habe keine anständige Ausbildung genossen und keine Informatik studiert. Aber auch ich weiß, dass man nicht irgendwie einen Disassembler für IA32 mit If-Then-Else-K-Switch baut. Dies hier ist aus dem Boomerang-Projekt. Da dachte ich dann, also da habe ich dann den Disassembler gefunden, dachte, geil, die haben irgendwie einen anständigen Disassembler, macht das Ding mit VI auf und es hat 62.000 Lines. Und es ist C und es sieht alles so aus. Dann habe ich erstmal versucht rauszufinden, was die da so an ihrer Uni für Drogen bekommen, aber es ist nicht der Fall. Sie haben es tatsächlich noch einen Schritt härter gemacht. Sie haben diesen Disassembler in M4 programmiert und haben es dann übersetzen lassen, in der Hoffnung, dass sie es wahrscheinlich niemals in ihrem Leben debuggen müssen. Weil ungelogen, es sieht alles so aus. Und zwar ohne Leerzeilen. Aber man achte auf die Kommentare. Also ist ja nicht völlig unkommentiert, der Code. Ja, also wer im Internet schon mal Mails geschickt hat, das sind sozusagen unsere Abschlussfolien. Wer im Internet schon mal Mails geschickt hat, dem wird BASE64 begegnet sein. Das ist also was Ähnliches wie UUEncode und im Grunde eine ganz triviale Methode, wie man Zeichen, wie man Binärzeichen in 7-Bit oder halt in ASCII-Zeichen printable ausgibt, sodass sie sicher in einer Mail übertragen werden können. Und es gibt also ein RFC dazu, was beschreibt, wie BASE64 funktioniert. Und das RFC ist kürzer als diese Implementierung, die ich beim RealPlayer gefunden habe. Ich werde da mal langsam durchscrollen. Also die Tabelle an sich ist ja schon mal schön genug. Man sieht, die ist so richtig notwendig, wenn man sich hier mal ansieht, wie die Zahlen verteilt sind, nämlich 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann geht diese Funktion los. Und also ich werde jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, was sie tut, aber man kann ja sehen, wie lang sie ist und wie notwendig das alles aussieht. Ja, und das ist also tatsächlich Produktionscode, der wird unter anderem von dem Replayer benutzt, um die Passwörter BASE64 zu encoden, die dann im HTTP-Header übergeben werden. Ja. Also ich habe sowas auch mal implementiert, das waren, ich glaube, 5 Zeilen und es gab hier letztes Jahr einen Contest, wer BASE64, das war Encoden, nicht Decoden, aber wer BASE64 Encode möglichst klein hinkriegt, und ich habe jetzt vergessen, wie lang der Rekord war, aber es waren irgendwie so 100 Byte oder so oder noch weniger. Also das ist also völlig exzessiv hier. Ja, das beendet den inhaltlichen Teil vom Code-Quartett. Ich glaube, das war die letzte Folie. Genau, unser Schlusswort ist, lest mehr Code. Also es ist nicht alles so schlimm, wie das wir viel gefunden haben hier, aber das ist durchaus eine Gefahr, die wir nicht völlig verneinen können, dass man also auf solche Landminen tritt wie diesen Pentium-Decoder. Trotzdem tut es, und wenn ihr was Schönes findet, dann schickt es uns, denn wir hoffen auch im nächsten Jahr wieder ein Code-Quartett anbieten zu können.